Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Majora's Mask. So. Wir haben. Warte. Ich muss dir kurz Musik leise machen. Da ist auch cool, ne? Die Notizbuch erhalten. Jetzt gehen wir langsam, aber sicher Richtung Wald. Haben wir Zeit. Nur kein Stress. Ah ja, oben auf dem Baum ist das nächste Herzteil. Herzteil Nummer 2. Da kommt Ledermaus ab. Gehst du auf den Sack. Ja. Und wie nach oben? Nein. Jetzt käme ab. So. Ab jetzt. Hoffentlich. Ach, leck mich doch. So, Maske. Und mit der Seifenblase. Kaboom! Das war's mit dem Fledermaus. Und schon holen wir dieses Scherzteil. Herzteil. Nummer 2. So, was war da drin? Nein. Ah nee, eine Truhe. Okay, auch schön. Dekostab. Gleiche Bild wie bei Ocarina of Time. So. Dann. Rubine wird. Grüne Rubine, eine Rubine. 5 Rubine. Das sind die blaue Rubine. Und wo lang? Ah, Sichtung verloren. Oh ne, hier. Shit. Ah, ne, ne, doch. Hier rein. Und goldener Rubin ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 100 Rubine? Nein? Jo? Bin mir nicht ganz sicher. Und Silberrubine gibt's, glaube ich, auch. Für den Silber war das 100. Und Goldene war 200 jetzt. Genau. So was. Und lilane Rubin war. Ne? 50 Rubin? Doch, lilane ist auf alle Fälle 50. So, aber sehen wir nicht über Rubine, sondern machen wir frisch weiter. So, erstmal, wir bauen unsere Hexe kennen. Oder wir noch was anderes? Guck mal, kann man das schon holen? Achso, ne. Okay, na. Ich muss erst nur die Hexe holen. Die Hexe. Zwar nehme ich Deko-Maske. Ja, die Spur. Ist eine lange Zeit. Wenn man nicht alles sieht, was. Also nicht alles aussieht, was. Also brauche ich schon lang. Bis wir wieder reinkommen. Spiel. Damit wir wieder alles wissen. So, um den anderen Herzteil. Egal. Schauen wir später mal. Wieder das Bild, um die Herzteile schauen.
Noch ist die ganze... Hallo? Noch ist die ganze Party vorüber, Soldat, du? Und also, sollen wir auch schon was sehen? Hier? Sozusagen. Offen Gesicht. Ja, das Lied kennt ihr. Von Ocarina of Time. Gute Erinnerung. Ja. So. Aber dann lasse ich mir immer treffen. Immer. So. Jetzt müssen wir zweimal machen. Erstmal, dass wir die Hexe treffen. Und zweitens, für den Trank. Dass wir den roten Trank, also Elixier, ihr geben können. Aber oh, erstmal müssen wir ansprechen. Tut mir leid, aber noch nicht. Wenn man es nicht anspricht, also nicht anspricht, dann wird die Hexe oben in der Hütte, dass sie keine Hilfe braucht. Ja, schwierig zu erklären. Aber ich beschaue schnell die Leiter hoch. Kann man hier hoch? Nein? Andere Seite? Auch nicht. Mann. Okay. Von mir nichts hier. Genau, dann gibt man dieses rotes Elixier. Trinkt es nicht selber aus, sonst dürft ihr neue kaufen. Das ist mir schon einmal passiert. Sondern gibt es diese Hexe, die am Boden liegt. Genau. Die gleichen Sporen, die gleichen Junge verfolgen, wir folgen. Nach rechts. Nach links, oder? Nein, geradeaus. Ah. Aber, nein, auf rechts. Ja, ja, ja. Bei der Vierte. Oh, der Pumpsturm von mir und ihm. Entschuldigung. Dann. Jetzt schon da. Echt? Okay. So, der rote Elixier. Geben wir diese Hexe. Wie es schmeckt. Oh gut. Das ist zwar nicht so besonders. Ah, halt. Zurück. Hier rein. Was steht da auf dem Schild? Grenze des Waldes der Mysterien. Zum Eingang bitte hier entlang. Aha, eine sehr schöne Falle. Da geht's wieder raus. Und lass mich vorbei. Bis wir lästigen, nervigen Affen sprechen. Denn das ganze Sumpfgebiet ist ja alles vergiftet.
Oh, da gibt's ja ein König, königlicher Affe. Jetzt sieht komisch aus, ich weiß. Die Affen bestraft. Aber müssen wir die Prinzessin finden, damit der König wieder beruhigt. Und ja, es war relativ, ja gut, einfach, also für mich zwar mittlerweile schon einfach, aber wenn man das erste Mal spielt, ist es schon sehr hart. Weil wenn man nicht weiß, wo was dann ist, ne? Aber schade. Ne? Gib ihn noch links zurück, sondern rechts, ne, nach unten. Egal. Da haben wir schon mal Fee. Da ist Fee am wichtigsten. Am stärksten für die ganzen Elixier. Wenn man nur nicht so viel Herzteile hat. Die ganzen Sammel, die Deko-Händler machen wir mal ganz zum Schluss. Warum ruckelt dieser so? Ne? Irgendwie herzlichen Dank. Als Belohnung, dass du umsonst in meinem Boot mitfahren. Wir haben gerade eine Aktion laufen, daher bekommst du das hier gratis. Aha. Ein Fotobox. Was soll man mit einem Fotobox, hä? Ja, machen ein Foto mal. Aha. Haben wir ein Foto? Na, sparen wir uns lieber. Da gibt's eh nichts Besonderes. So. Da besuchen wir mal unser wunderschöner König. Papa-Deckel bauen. Papa-Deckel. Schon lustig, die Bäume. Oh, Zaubers. Die Bäume sind alles Papier. So schaut zwar normal aus, aber man wie schaut, also direkt seitlich, das ist flach wie ein Papier. Bye bye, Oktopus. So. Hier halt 1 Kilometer haben sie ihr Ziel erreicht. Nächster Halt, Dekopalast. Das Wasser ist vergiftet. Passt auf, wohin du triffst. Ja. So. So geht es mit dem Kutscher. Oder? Ah genau, hier geht's auch perfekt. 16 im Schwert. Ball. So kommen wir sie testen. Wo ist die Affe hin? Wahrscheinlich reingegangen. Reingegangen. Oh Gott, das ist Musik. Ja, damals war es 4 Stunden in diesem Bereich verbraucht. Ich hab mich, wo ich das erste Mal gespielt habe, nie ausgeht, wo was ist. Aber jetzt ist relativ einfach. Man darf nur mit dem Deko-Kind hier rein. Und dann als König besuchen wir mal die. Rechts oder links? Immer mit links. Links ist das Herzteil. Ups. Oh, den Scheiß.
darf uns bloß nicht erwischt lassen. Das ist ja was nochmal geht. Was noch mal war. Bin ich schon richtig gegangen? Jetzt halt. Ja, passt. Da links ist es schon. Nur aufpassen, damit man nicht erwischt wird. Boah, da muss es schnell sein. Vor allem aufpassen. Nein, verzieh dich. Der Eck geht ab, ne? Und schnell das Herz da holen. Nummer 3. Unbeschlossen. Okay. Da brauchen wir links nicht mehr gehen. Dann gehen wir rechts. Links stinkt, also gehen wir rechts. Geh weiter. Ab. So ist brav. Und los sieht der Beschluss. Mama. Mama. Ich bin unschuldig. Willst du raus hier? Könnt einsammeln. Müsst aber nicht. Rubine sind in diesem Spiel. Also in diesem Teil zählt man schon und was sehr, sehr wichtig. Ohne Rubine bist du aufgeschmissen. Sammelt so viel ihr könnt. Und spendet es bei einer besonderen, bei einer Spendehändler oder wie sagt man, ja. Auf jeden Fall bei der Sparkasse sparen. Das ist glaube ich ein Sparhändler. Hey, unser uralter Boot. So. Und extra war lange Zeit hier. Jetzt aus Ocarina of Time. Genau das gleiche Mann. Diesmal kostet glaube ich nur 10. Glaube ich zumindest. Ja genau, nur 10 Rubine. Das ist das Schönste. Bei Ocarina of Time hat es immer 10 Rubine mehr gekostet. Pro Monatskauf. Aber da haben sie sich dran gedacht. Ach ja, das war auch immer verkaufen. Braucht man sehr, sehr viel. Wenn man weiß, wo die eingepflanzt gehen. Dann auch rechts. Okay, da braucht man gerade nicht. Hier rein. Ah, jetzt müssen wir unsere Fee durch, außer da. Ach, wir haben schon 4 Herzcontainer. Cool. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ups. Ah, stimmt. Wir machen am Anfang auch noch Herzcontainer. Ah, diese haben wir schon 4 Herzcontainer. Was? Okay. Auch nicht schlecht. Das ist ja eh besser. Das blaue Feuer. Das Quellwasser braucht sie auch oft. Spätestens im Schneegebirge. Braucht sie ein paar Stellen. Das
ist langsam. Und die Kabine. Yay! Danke. Das Komische ist, bei dem Bild von der Wasserflasche ist ein Stöpsel dran. Aber bei dieser Flasche, wo der Link in Hand hält, ist kein Stöpsel dran. Das ist ein kleiner Logikfehler. Ups. Ich müsste mein Deko-Rock anziehen. Ja. Hallo? Ah, jetzt bin ich. Und jetzt raus hier. Und jetzt nach rechts. Hier rechts. Das machen wir jetzt gleich. Aber schon mal da hinten. Bevor das Quellwasser kalt wird. Ja, man kann das Deko nicht nehmen. Einmal hier. Und dann. Da. Hier. Oh oh. Da bin ich jetzt daneben geschützt. Aber es zählt nur. Okay. Dann gehen wir, noch nicht hier hoch, sondern noch runter. Dann noch links. Dann hoch damit. Schön hier vorbei. Oha. Okay. Und richtig? Jawohl. Perfekt. Schaffe ich es? Ja, locker, ganz gut. Ja, oh, der Part ist eh gleich vorbei. Bist du hier wach, oder? Da wo ich hin wollte. Okay, aber auf. Weil überziehen möchte ich nicht spielen. Mal macht es zwar nichts, aber nicht, dass es dann zu lang mit der Part. Ab da vorne hier mal auf. Weiters. Und, jawohl. Genau am Kant. Ach ja, die gute, alte, nervige Eule. Aber schützt es, die Eule taucht nicht zu oft auf. Gott sei Dank. Oder ist es das wichtigste Lied zum Teleportieren? Okay, weiter geht's. Aber eine wunderschöne Abkürzung. So. Eigentlich sollte mir das zum Schluss machen, nach dem König. Aber damit man dann schöne Abkürzung hat. Mit Part hier dann gleich auf. Die Eule aktiviere ich noch.
man hier aber wirklich auf. Sonst dauert es wirklich zu lange. Da haben wir schon fast bei 30 Minuten. Sollte nicht sein. Zu lang. Alle Spiele, die ihr schon kennt. Passt so. Eins. Zwei. Knopf gibt's so. Eins, zwei, zwei, ab und ab. Und dann leg mich doch. Achso, es bleibt Zucker. Aha, ich mach mal voll die Obi. Okay. Liebe Zuschauer. Ach, okay. Das war's dann mit dieser Part. Im nächsten Part macht den König. Und wenn euch dieser Part gefällt, lasst einen Daumen da. Abonniert nicht vergessen. Dann sehen wir uns nächsten Part wieder. Also dann, bis dann und ciao.